Wenn du wissen möchtest, wie du es schaffen kannst, in relativ kurzer Zeit zwischen 6 bis 8 Wochen deine Sehkraft und mehrere Dioptrien zu verbessern, dann solltest du unbedingt bis zum Ende des Videos hier dranbleiben, denn ich werde dir hier heute konkrete Tipps verraten, die du machen kannst, die du auch im Alltag integrieren kannst, um deine Sehkraft quasi passiv zu verbessern. Deswegen sei unbedingt gespannt. Wenn du neu sein solltest auf diesem Kanal, gerne ein Abo dalassen. Mein Name ist Patrick und ich bin Augentrainer schon seit einigen Jahren und ich habe schon mehrere tausend Menschen dabei geholfen, ihre Sehschwäche zu verbessern. Und auch dir möchte ich hier zeigen, wie du schaffen kannst, deine Sehkraft zu verbessern, dass du schon bald keine Brille mehr unbedingt benötigst. Alles, was wir für die heutige Übung brauchen, ist im Prinzip nur ein Stift. Du kannst auch eine Karte nehmen oder irgendwas anderes, ja. Einfach etwas, wo ein kleiner Text vorhanden ist, wo du dich mit beiden Augen drauf fokussieren kannst. Denn die meisten haben nämlich das Problem, dass sie dieses Scharfstellen, diesen Autofokus bei ihnen nicht mehr richtig funktioniert. Also entweder sehen sie ganz gut im Nahbereich, aber haben Probleme in der Ferne. Und manchmal ist es auch andersrum, dass man in der Ferne noch einigermaßen gut erkennt, aber im Nahbereich, da stellen die Augen sich plötzlich nicht mehr so nach innen. Die Hände werden immer länger, wenn man Text liest oder auch das Handy, das wird immer weiter weggehalten, weil man einfach die Augen sich nicht mehr richtig vernünftig nach innen drehen. Ich möchte einmal verraten, wie du dieses Problem lösen kannst und das ganz einfach, wie gesagt, mit Hilfe eines Stiftes oder entsprechend einer Karte. Wie das funktioniert, möchte ich dir auch ganz kurz nochmal erklären, denn zum einen haben wir natürlich unsere Augenmuskeln, die ringsrum unser Auge sozusagen sich befinden. Wir haben dort 6 Stück an der Zahl, zum einen natürlich zum links und rechts bewegen und nach oben und unten und natürlich auch, wenn du deinen Kopf so ein bisschen neigst, das Auge bleibt auch zum gewissen Grad gerade, ja, also es bewegt sich so ein bisschen von ja, links nach rechts schwankt sozusagen, ja. Und diese Bereiche natürlich kann man hervorragend trainieren, aber der Autofokus liegt ja nicht an den äußeren Augenmuskeln, sondern innerhalb unseres Auges. Und dazu zeige ich dir auch hier nochmal, wie das Auge von der Seite sozusagen aussieht, von innen. Und zwar, wir haben einen sogenannten Zielarmuskel. Der Zielarmuskel ist unser Autofokus, also er stellt den Fokus jeweils scharf im Nahbereich und auch im Fernbereich. Und wenn wir uns jetzt hier dieses Bild anschauen, dann sehen wir, dass der Zielermuskel dauerhaft angespannt ist, wenn wir im Nahsichtbereich unterwegs sind. Ja, die Sulnafasern, die hier eingezeichnet sind, sind locker. Anders ist das, wenn wir in die Ferne gucken. Dann ist der Zielermuskel entspannt und die Sulnafasern sind straff. Also es ist sozusagen eine Wechselwirkung. Es kann tatsächlich sehr häufig bei unserem Körper so, wenn wir eine Sache trainieren, dass sich das auf eine andere Sache auswirkt. Ja? Und je nachdem, wo du jetzt Probleme hast, entweder im Nahbereich oder in der Ferne scharf zu sehen, und du solltest jetzt die Übung so machen, dass du immer dahin schaust, wo du gerade nichts scharf siehst. Also solltest du zum Beispiel kurzsichtig sein, wirst du alles im Nahbereich gut erkennen können. Wenn du in die Ferne guckst, siehst du dafür unscharf. Und jetzt solltest du als Kurzsichtiger unbedingt mal in die Ferne gucken. Auch wenn du jetzt gerade nichts siehst, entspannen sich dadurch deine Muskeln, die für den Nahbereich wichtig sind. Das ist ganz wichtig, auch dahingehend mal diese Übung zu machen. Und jetzt nutzen wir, wie gesagt, unseren Stift mit einer kleinen Markierung. Ich habe jetzt hier mir einen rausgesucht, wo was draufsteht. Ich zeige dir jetzt meine perfekte Entfernung. Dazu nimmst du einfach den Stift und führst ihn ganz nah an dir heran. Also so nah, wie es geht am besten. Ja, also ich mache es mal von der Seite. Das ist bei mir immer so meistens 2 Finger, wo ich den Stift noch gestochen scharf sehen kann. Du kannst auch weiter weg haben, ja, so dass du sozusagen einigermaßen den Stift scharf siehst. Sollte es jetzt bei dir sein, wie gesagt, dass du eben entsprechend nicht im Nahbereich scharf sehen kannst, dann hältst du einfach den Stift weiter weg und versuchst ungefähr mit ausgestreckten Armen den Stift dann scharf zu sehen und wanderst dann im Laufe der Übung immer näher zur Nase, bis du letztendlich auch im Nahbereich scharf sehen kannst. Das, was wir jetzt machen, den Autofokus bzw. den Zielarmmuskel zu trainieren, ist folgendes. Dadurch, dass wir den Stift direkt vor unserer Nase haben und den fokussieren, wird der Hintergrund unscharf. Das kannst du direkt mal mitmachen, dass du direkt hier rauf schaust oder du schaust einfach mal an dein Handy, hältst es direkt vor hoch, der Hintergrund wird unscharf sein. Ja? Alles, was du jetzt hier siehst, ist scharf. Wenn du jetzt aber den Hintergrund scharf fokussierst, wirst du den Stift vor dir unscharf sehen und wahrscheinlich siehst du den auch doppelt, also einmal hier und einmal hier sozusagen. Und dadurch, dass wir jetzt den Wechsel von der Ferne wieder auf den Nahbereich machen, wird der Hintergrund wieder unscharf. Und diesen Wechsel machen wir jetzt alle paar Sekunden. Du kannst es gerne mal, wie gesagt, mit mir mitmachen. Wir fangen an, wir schauen mit beiden Augen auf den Stift vor uns, fokussieren ihn an und wechseln jetzt in die Ferne. Ist egal, wie gesagt, was du in der Ferne siehst, einfach irgendein Objekt aussuchen und wechselst jetzt wieder in die Nähe. Du hast gemerkt gerade, wie lange es dauert, um es scharf zu stellen, schaust jetzt wieder in die Ferne. Jetzt wechselst du wieder zurück auf den Stift und vielleicht hast du jetzt auch schon eine kleine Verbesserung mitbekommen, dass sich jetzt plötzlich schärfer scharf stellt, ja? Und jetzt wieder in die Ferne. Und jetzt wieder auf die Nähe. Nochmal ein Wechsel in die Ferne und nochmal ein Wechsel in die Nähe. Und du wirst merken, es passiert immer schneller, dieser Wechsel, ja? Dieses Scharfstellen passiert plötzlich immer schneller. Und das ist das Geheimnis vom Augentraining. Wir machen uns da ganz einfache Techniken,
und Wechselwirkungen zunutze, sodass wir wieder gestochen scharf sehen können und natürlich auch langfristig unsere Sehkraft dadurch verbessern. Ja, dadurch, dass wir uns jetzt die Übung gemacht haben, verbessert sich unsere Sehkraft. Und jetzt sollten wir mit weiteren Übungen daran ansetzen, unsere Sehkraft noch mehr zu optimieren. Dann gibt es natürlich noch weitere Bereiche wie die Ernährung und auch die Gewohnheiten, die man beachten sollte. Also gerade Sehgewohnheiten. Wenn man beispielsweise viel vorm PC sitzt, sollte man natürlich auch dahingehend häufiger Pausen machen oder einfach seine Gewohnheit, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, auch anpassen. Dass man sagt, okay, ich versuche meine Bildschirmzeit am Handy beispielsweise von 8 auf 6 oder auf 4 Stunden zu reduzieren. Das bewirkt tatsächlich auch schon wahre Wunder, denn das ist häufig der Grund, warum heutzutage so viele Menschen auch kurzsichtig sind und werden. Ja? Wenn du, wie gesagt, keine Lust mehr hast auf deine Brille, sie endlich loswerden möchtest, dann schau mal gerne unterhalb des Videos. Dort habe ich dir einen Link zur Verfügung gestellt. Dort kannst du dich kostenlos bei meinem Workshop registrieren. Wir machen gemeinsam ein paar Übungen und du kriegst ganz viele Informationen zum Thema Augentraining. Natürlich viel umfassender als jetzt hier. Nimm dir dafür ungefähr 1 bis 2 Stunden Zeit. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben, abonniere auch gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald entweder beim nächsten Video oder in unserem Workshop. Also bis dann. Ciao, ciao.